Hi bei Selbstversorgung modern und einfach. Ich habe euch ja versprochen, dass ich mehr Videos machen werde in Zukunft. Und heute gibt es einen kleinen Rückblick zu der Buschbohnenernte und der Verarbeitung der Buschbohnen. Und dann eine Übersicht über die Kartoffelernte, die jetzt wirklich ansteht. Höchste Zeit. Die Pflanzen sind schon vergangen und sind richtig krüppelig geworden, und wenn man jetzt zu lange wartet, dann kann es passieren, dass man gar nicht mehr erkennt, wo die Kartoffeln gelegen haben. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit. Dann habe ich hier auch ebenfalls einen Bereich doppelter Nutzung. Das sieht man im ersten Moment nicht. Das war das Spinatbeet. Und ihr seht, das ist richtig radikal abgeerntet. Wir lassen das noch stehen, nutzen noch die letzten Blätter für einen Smoothie, für Salat und auch für Suppe. Alles, was noch so kommt. Die fangen jetzt bald an zu blühen, aber wir hatten eine reiche Ernte auf diesem kleinen Stückchen. Und während der Spinat noch hier steht, habe ich hier eine weitere Saat ausgebracht in den Zwischenreihen, nämlich Buschbohnen. Die habe ich jetzt vor 2-3 Tagen ausgebracht. Und warte mal, mal gucken, ob ich eine finde. Die sind natürlich noch nicht aufgegangen. Na, wo sind sie? Da ist eine. Da. Aber guck mal, die keimt schon. Oh, cool. Wie schnell. Wahnsinn. Super. Das ist ja ein gutes Zeichen. Also, die keimt schon und das dauert nicht lange, dann werden die Buschbohnen hier in dem Bereich auftauchen und langsam vor sich hin wachsen, und dann wird der Spinat entfernt. Und dann werden sich die Buschbohnen hier ausbreiten und so hat man hier eine Zweifachkultur, eine Zweifachnutzung. Voraussetzung wiederum ist eine hohe Fruchtbarkeit des Bodens, damit man zwei Kulturen ohne Nachdüngung einfach hinterherziehen kann. Und das, denke ich, wird gelingen. Ein Mitaspekt, den ich neu entdeckt habe für mich, ist die Aussaat nach dem Mondkalender. Ich will demnächst noch mal ein kleines Video dazu machen zum Thema der Mond im Einfluss des, wie kann man das nennen? Der Mond und seinen Einfluss auf die Pflanzen, meine Erfahrung. Und da will ich noch mal spezifisch drauf eingehen. Und da gibt es bestimmte Dinge, die ich jetzt immer wieder in meinem Garten anwende. Nicht so rigoros, aber in einer Sache bin ich sehr konsequent, und das ist der Aussaattermin. Das ist sehr, sehr wichtig und das werde ich euch demnächst auch mal zeigen. Das wird auch ein Thema eines kleinen kurzen Videos sein. Ganz, ganz wichtig. Okay, also wirklich doppelte Nutzung im Garten. Einmal Kürbis, Sonnenblumen, einmal Spinat, Buschbohnen. Hervorragend. Und nur 3 Wochen später, so circa, sieht man kräftige, gut gewachsene, gesunde Buschbohnenpflanzen. Ich bin immer wieder begeistert über diese enorme Fruchtbarkeit, die durch die Düngung, die ich verwende, hervorgerufen wird. Da habe ich ja auch das Buch drüber geschrieben. Und da sind die ersten Blüten, die Knospen, und da sind dann auch schon wieder Blüten da. Wunderbar. Hier kann man noch mal sehen, dass der anfängliche Abstand zwischen den Beeten letztendlich dann zuwuchert und dass die Wege, die ich zwischen den Beeten gelassen habe, um sie von außen pflegen zu können, am Schluss vollkommen belegt sind durch das Pflanzenwachstum. Und dieses Pflanzenwachstum, hier Mohrrüben links und Buschbohnen rechts, das hat dann nochmals mehr Platz hier im äußeren Bereich der jeweiligen Beete, so dass die Pflanzen in diesen Bereich hineinwachsen können und dann nochmals vermehrt Photosynthese betreiben können. Das ist auch sehr schön. Die Wege verschwinden, werden überwuchert von den wachsenden Pflanzen, und diese Pflanzen, die profitieren natürlich von dem vermehrten Platz, den sie haben in ihrer erwachsenen Zeit.
Die Hummeln sind ordentlich bei der Arbeit beim Bestäuben des Buschbohnenbeetes. Viele unterschiedliche Blüten von ihrer Entwicklung her, vom Alter. Und hier summt und brummt es ordentlich. Ab und zu ist eine Biene dazwischen. Da kann man das sehr schön sehen. Und hier suchen die Hummeln einen Eingang von außen. Die Buschbohnen sind ja Lippenblütler und da kommen sie nicht so gut dran. Und deswegen versuchen sie, die Blüten von außen anzubohren, um an den Nektar zu kommen. Da ist es wohl gelungen. Hier könnt ihr das Buschbohnenbeet sehen, zugegebenermaßen ziemlich klein. 2,50 Meter mal 2,50 Meter ursprünglich. Aber die Buschbohnen sind natürlich ordentlich gewachsen und haben sich dann so ein bisschen ausgebreitet zu den Seiten hin. Und das ist ganz normal. Die Blüte ist vorbei. Hier sind noch einige kleine Blüten da, aber die werden nicht mehr befruchtet. Und hier seht ihr die Buschbohnen. In diesem Falle sind es lange gelbe, schmale. Und die werde ich jetzt erstmal ernten. So sieht man erstmal von außerhalb gar nicht so viel, aber die hängen eher, guck mal da, in den Bohnen selber drin. Für mich also immer wieder faszinierend, auch anhand dieses Beispiels. Hier stand erst Spinat. Der Boden wurde einmal abgedüngt im Herbst. Und als der Spinat geerntet wurde, habe ich die Buschbohnen dazwischen gesetzt, die Samen. Und ich hatte so gut wie überhaupt gar keine Arbeit damit. Jetzt kommt die Ernte. Und wenn die Ernte dann erfolgt ist, das wird 2-3 Mal bei Buschbohnen sein, da könnt ihr da hinten im Bereich sehen, da ist schon ein Kürbis. Und der wächst von da hinten, von unter den Sonnenblumen, wächst er da durch. Den habe ich da durchgelenkt. Und sobald die Buschbohnen hier weg sind, kann der Kürbis mit dieser Ranke dort sich hier auf dem Buschbohnenbeet breit machen. So kann man einige Kombinationen versuchen im Garten und den Platz versuchen, möglichst gut auszunutzen. Ich ernte jetzt erstmal. Schaut mal, hier könnt ihr sehen, wie viele Buschbohnen da doch hängen. Wahnsinn, das wird eine reiche Ernte werden. Auch hier, schaut mal. Und das ist ein kleines Beet von 2 mal 2 Metern ursprünglich, jetzt 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Und vorher hatte ich da, wie schon erwähnt, Spinat geerntet. Und dann kann man sehen einfach, was für eine Menge an Fruchtbarkeit hier entsteht. Und ja, wie gut das ist und wie viel man doch ernten kann von solch einem kleinen Bereich. Das ist echt unglaublich. Guckt euch mal an, wie schön die Bohnen sind. Richtig super. Ernte wieder. Ganz, ganz, echt ganz einfach. Ganz einfach. Hast du aber tief und fest geschlafen, ne? Das war der erste Erntedurchgang bei diesem Buschbohnenbeet und ich staune, dass das schon wieder fast 10, ich glaube das waren 10 Gläser ergeben hat. Mein kleines Bohnenbeet von 2 mal 2 Metern, das heißt 4 Quadratmetern, das ist ein Buschbohnenbeet. Das ist ein Buschbohnenbeet mit gelben Bohnen, das kennt ihr wahrscheinlich aus der Vergangenheit. Und es trägt und trägt, das ist jetzt der zweite Erntedurchgang. Und ich nehme die Chance wahr, ich habe ja zwischen dem Kohl die Bohnen geerntet und jetzt werde ich hier nochmal den zweiten Erntegang machen bei den Buschbohnen und die Pflanzen danach auch entfernen, damit der Sellerie da hinten mehr Platz hat und eventuell der sich durchschiebende und durchwachsende Kürbis auch noch die Möglichkeit hat, einen Kürbis auszubilden. Wollen wir mal gucken, ob da noch Bohnen dran sind.
Und ihr könnt sehen, tatsächlich, ich habe natürlich schon mal geluschert, da sind richtig schöne Bohnen dran. Guckt mal hier. Und das ist der zweite Durchgang halt. Danach der dritte, das bringt nicht mehr viel. Ups, da sind sie. Ja, und dann hat sich das gelohnt. Und auf diesem Beet habe ich dann, im ersten Durchgang waren es 10 Gläser Buschbohnen, die ich eingeweckt habe. Der zweite Durchgang wird sicherlich dieselbe Menge nochmal bringen. Das heißt, ich habe hier auf 4 Quadratmetern 20 Gläser Buschbohnen eingeweckt. Und vorher habe ich hier noch ganz, ganz viel Frühjahrsspinat geerntet. 2 Ernten auf einem Beet, ganz toll. Und ein Teil davon konnte ich sogar einwecken. In diesem Fall werden die Pflanzen einfach rausgerissen und die Bohnen dann abgepflückt und gesammelt. Dann wird das Beet frei. Das Bohnenbeet ist geerntet und ihr seht, wirklich nur 2 mal 2 Meter. Dort wächst ein Kürbis durch. Hier nebenan sind die Mohrrüben. Auch wenn man das sieht, wie dicht die beieinander sind. Schaut mal, die ist vergammelt. Die ist so eine ganz kleine, aber hier sind dann auch größere, richtig schöne Mohrrüben. Nehmen wir da noch ein paar raus. Und auch. Die hat bestimmt 150, 200 Gramm. Die Zeit im Garten eilt voran, der Rhododendron blüht schon und wir machen jetzt mal einen Rückblick auf das Wachstum der Kartoffeln. Am Ende dieser doch schnell zu machenden Arbeit und einfachen Arbeit sieht das Beet dann folgendermaßen aus. Ihr seht hier die Unkräuter, Melde, Franzosenkraut vor allen Dingen, Giersch und andere. Und die sind jetzt in ihrem Wachstum eingeschränkt worden, zurückgeworfen worden. In der Zeit, die Wildkräuter brauchen, um sich einigermaßen zu erholen. Viele vertrocknen auch bei trockener Witterung, bei Sonnenschein ganz schnell. Ihr könnt das hier sehen, da ist einfach nur die Pendelhacke hin und her bewegt worden und dennoch haben sich die Kräuter komplett von dem Boden getrennt. Schaut mal, oder sie sind abgeschnitten worden. Und diese Kräuter, die brauchen dann einfach eine Erholungszeit, bis sie wieder entweder durchwachsen oder nachwachsen. Und in dieser Zeit ist das Kartoffelbeet aufgrund der hohen Fruchtbarkeit des Bodens schon geschlossen und lässt den Kräutern keine Chance mehr, eine wirkliche Konkurrenz zum Wachstum der Kartoffeln zu bilden. Juni, die Kartoffeln. Die Reihen fangen an, sich zu schließen. Wirklich nur eine Woche später und es ist schon alles dicht und das heißt, es wächst auch kaum noch Unkraut. Das ist ja das Entscheidende dabei. Man sieht, wie die Pflanzen aufgeschlossen haben und es bildet sich ein Mikroklima, so dass man auch nur noch wenig, wenn überhaupt, gießen muss. In diesem Jahr war das ja sehr gut mit der Regenversorgung, schon fast zu viel. Und dieses Jahr habe ich es ein bisschen anders gemacht. Ich habe aufgepasst, die Kartoffeln, die werden ja immer so groß, dass sie dann kippen und dann andere Pflanzen bedrängen. Und dieses Mal habe ich einen Zaun angebracht mit Drähten, der die Kartoffelpflanzen daran hindert, hier rüber zu fallen. So haben die anderen Pflanzen hier in diesem Bereich mehr Platz und können sich auch entwickeln. So wie dieser Kürbis hier. Parallel dazu mit den Sonnenblumen. Ich sitze in dieser Zeit immer sehr gern bei den Kartoffeln, gucke mir die Größe der Blüten an, dabei bin ich immer erstaunt, wie hoch die doch sind. Und genau
Die Blüten kommen dann auch bald und ich finde die super hübsch bei der Sapomira. So ein bisschen violett, teilweise auch weiß. Und es ist einfach wunderschön. Schaut euch das an. Ende Juli. Die Kartoffeln wachsen, haben eine Höhe von 1,30 Meter, 1,40 Meter erreicht, blühen, fangen aufgrund der Höhe teilweise an umzukippen, weil sie nicht angehäufelt sind. Und dann entstehen am Anfang erstmal solche Nester, wo man dann sieht, dass die unteren Blätter nicht so ein tiefdunkles Grün haben. Aber das dauert nicht lange und die Kartoffeln wachsen hier wieder in die Höhe und erreichen wieder ihre Standardhöhe. Diese Probleme mit der Braunfäule hatte ich anfänglich auch bei den Kartoffeln. Ich habe da alles Mögliche ausprobiert, aber keine Chance. Die sind immer kaputt gegangen, die Kartoffeln, bis ich letztendlich mich darauf spezialisiert habe, Kartoffeln zu suchen, die wirklich eine Resistenz gegen die Braunfäule haben. Und genau dasselbe werde ich mit den Tomaten machen. Hier seht ihr zum Beispiel die Sapomira. Tatsächlich, die wird jetzt älter und älter, so ein bisschen zerfressen die Pflanzen, aber toller Ertrag. Und trotz des vielen, vielen Regens habt ihr hier nur leicht braune Blätter, was aber keine Braunfäule ist. Und diese Kartoffeln, die stehen hier direkt neben den Tomaten und müssten normalerweise angesteckt sein. Aber sind sie nicht. Ich ernte meistens dann mehr Kartoffeln auf einmal, damit ich genug habe für eine Woche oder für mehrere Tage. Mal schauen. Mal weiter schauen. Guck mal, ich kann die fast mit der Hand ausbuddeln, ohne große Probleme. Die liegen direkt unter der Oberfläche. Und wirklich schöne Exemplare. Uiuiui, geht wieder gut los. Das wären so 1,5 Kilo sein, denke ich. Vielleicht sogar drüber. Zum Ernten schnappe ich mir zum einen die Kartoffelforke und ich brauche einen großen 15 Liter Eimer. Ich habe das mal abgewogen bei der ersten Fuhre, als der Eimer komplett voll war, der hat 14 Kilogramm dann gewogen. So, dass ich jetzt nicht immer die Kartoffeln einzeln wiegen muss, sondern es ist so, dass ich die Eimer einfach zähle und dann habe ich eine Gesamtübersicht über das Gewicht der Kartoffeln, die ich geerntet habe. Ganz einfach, ganz simpel. Ich mache noch mal eine Nahaufnahme von der Ernte, damit ihr das auch von nahem gut miterleben könnt. Ich habe hier eine Kartoffelpflanze, die nicht so ausgeprägt gut gewachsen ist, aber nichtsdestotrotz, wir gucken mal ganz langsam drunter. Schaut mal, da liegen sie. Da ist noch eine. Kartoffelkraut mal wegnehmen. Wenn ihr seht, hier unten, unter dem Bereich sind noch mehr. Da ist noch eine. Oh, hier ist noch eine. Aha. Schön.
Ihr könnt sehen, hier ist ein voller Eimer, 14 Kilo. Ich habe 12 Kartoffeln geerntet und das macht pro Kartoffel einen Schnitt, lass mich überlegen, 2 durch 12, 1,15, also 1150 Gramm im Durchschnitt pro Kartoffelpflanze, 1200 so, und das ist gut. Ich habe immer 4 Kartoffeln pro Quadratmeter gepflanzt. Dementsprechend beläuft sich die Ernte auf über 4 Kilogramm pro Quadratmeter. Ich hatte letztes Jahr eine bessere Ernte, deutlich besser. Da waren größere Kartoffeln insgesamt dabei. Dieses Jahr ein bisschen über 4 Kilogramm pro Quadratmeter, reicht mir aber auch dicke. Schöne Kartoffeln, teilweise ein bisschen klein. Teilweise aber auch richtig groß. Hier zum Beispiel. Schönes Ding. Ich mache jetzt weiter, bringe die Kartoffeln erstmal weg in die Garage zum Nachtrocknen. Okay, dieser Eimer, ziemlich schwer, 14, 15 Kilo. Das ist schon eine fette Nummer. Den nehme ich jetzt erstmal mit. So, da sind die Kartoffeln. Ein Vlies habe ich da untergelegt. Und hier werden die Kartoffeln ausgeschüttet. Und abgedeckt mit Kartons, die ich da aufgestapelt habe, zum Nachtrocknen, bevor sie letztendlich eingelagert werden. Und ihr seht, das ist jetzt schon eine ganz schöne Menge. Guckt euch das an, herrlich. Ich bin kaputt. Das Kartoffelbeet ist komplett geerntet oder beerntet worden. Ich habe den letzten Eimer nicht mehr abgewogen, der ist ein bisschen weniger. Letztendlich ist hier eine Ernte von 150 Kilogramm Kartoffeln zustande gekommen. Wenn man jeden Tag 500 Gramm Kartoffeln essen würde, würde das für 300 Tage im Jahr reichen. Ich habe mit großen Pausen einen Tag dafür gebraucht, ganz locker und entspannt alles zu ernten. Ich hatte wenig Arbeit damit mit den Kartoffeln. Die wurden im Frühjahr ausgelegt, das habt ihr ja wahrscheinlich verfolgt. Und ich habe sie nicht angehäufelt. Sie sind vor sich hingewachsen. Insgesamt meine ich, ich bin mir nicht ganz sicher, bin ich dreimal, ich glaube eher zweimal mit der Pendelhacke durchgegangen. Dann wurden die Kartoffeln schon so groß, dass sie alles abgedeckt haben. Sie mussten nicht einmal gegossen werden, gesprengt werden dieses Jahr, da wir genügend Regen hatten. Sie sind gesund geblieben, obwohl sie neben den Tomaten standen, die letztendlich gekränkelt haben und eingegangen sind. Und ich habe eine fantastische Ernte jetzt. Nicht ganz so gut wie im letzten Jahr, aber ich habe auch beobachtet, dass die Bereiche des Kartoffelbeetes, die vermehrt in der Sonne lagen, auch einen höheren Ertrag gebracht haben. Das heißt, hier ist auch ein Bereich, der nicht so stark die Ostsonne mitbekommt, die morgendliche Sonne. Und auch teilweise, das habe ich auch ein bisschen falsch gemacht vielleicht, durch die Sonnenblumen, die ich zwischengepflanzt habe, beschattet worden ist. Und ganz stark merkt man das hier an dem Apfelbaum natürlich, an den Kartoffeln, die unter dem Apfelbaum standen, die haben nicht so einen großen Ertrag gebracht, weil zum einen natürlich der Apfelbaum in Nahrungskonkurrenz mit den Kartoffeln steht, aber was ich glaube, was viel, viel wichtiger ist, ist, da fehlte ein bisschen die Sonne durch die überhängenden Äste. Hier könnt ihr das hinter mir sehen. Oh Gott, oh Gott. Alles voller Äpfel. Voller Äpfel auf dem Fußboden, auf dem Boden, Kartoffeln geerntet, Fruchtbarkeit um mich herum, paradiesisch, wenn man sie zu nutzen weiß. Und die Fruchtbarkeit ist aus dem Garten selber heraus entstanden. Nichts von außen zugeführt, Direct Earning, mein Buch handelt davon. Wunderbar, es hat sich wieder erfüllt und es hat sich gelohnt. Einfach, simpel, regional, überschaubar und unabhängig von außen. Perfekt. Ich danke für die Kartoffelernte dieses Jahr. Jetzt werden sie noch getrocknet,
vorher mit Kartons dann überdeckt, damit sie nicht grün oder gelb werden, in meinem Bereich der Garage. Und das war's dann. Insofern, super, beide Daumen hoch. Die Kartoffeln werden jetzt hier in der Garage nochmal nachgelagert. Und hier könnt ihr diese 150 Kilogramm sehen. Die sind aufgehäuft bis zu einer Maximalhöhe von 20 cm. So gibt es den Kartoffeln die Möglichkeit nachzutrocknen. Und das dauert so 2-3 Wochen. Manchmal lasse ich sie auch ein bisschen länger liegen, je nach der Witterung. Und das gibt einem natürlich die Möglichkeit, auch schlecht werdende Kartoffeln mal auszusortieren nach dieser Zeit. Sonst stecken die anderen Kartoffeln an. Das passiert immer mal wieder. Gerade jetzt, es war sehr feucht das ganze Jahr über. Und deswegen sind die Kartoffeln relativ feucht auch bei der Ernte gewesen. Ganz, ganz wichtiger Prozess für mich, dieses Nachtrocknen. Und ich bin echt froh, dass ich diese Garage dafür zur Verfügung habe. Denn ich habe das auch schon mal erlebt, dass ich das nicht gemacht habe. Und kurze Zeit später fing alles an zu stinken und die Kartoffeln vergammelten in der Stiege. Und ich hatte einen Verlust von über 50% durch das zu geringe Trocknen der Kartoffeln. Ja, wunderbar. Das Ganze wird dann mit Kartons abgedeckt. Hier habe ich das alles vorbereitet, damit die Kartoffeln nicht grün werden unter der Wirkung der Sonneneinstrahlung. Ich zeige euch das gleich nochmal, wenn es abgedeckt ist. Oder ich kann das ja jetzt gleich machen. Schau mal. So kommen einfach die Kartons da drauf, so dass auch wirklich alles bedeckt ist. Und der Vorteil dieser Kartonplatten ist natürlich, dass genügend Luftzug da durchkommen kann und das ist nicht hermetisch abgeriegelt. So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist. Komplett abgedeckt, geschützt gegen die Sonneneinstrahlung, die eventuelle vom Dach her kommend, und genügend luftig eingepackt, sodass die Kartoffeln nachtrocknen können. Das war es erstmal soweit zur Kartoffelernte. Ihr habt jetzt einen Eindruck davon bekommen, was ich damit mache. Saponira, ganz, ganz wichtige Sorte, und Kartoffeln, super wichtig für unsere Ernährung. Sehr gesundes Gemüse. Tolle Sache, wieder erfolgreich dieses Jahr. Für mich ist es immer wieder faszinierend zu sehen, was für einen Unterschied die geistige Einstellung ausmacht. Und ihr seht hier das Grundstück meines Nachbarn. Da ist nur Gras. Und zweimal im Jahr für circa 4 Wochen kommen die Schafe hier drauf und sonst passiert hier nichts. Es ist eine landwirtschaftliche Wüste, vollkommen verarmt, es gibt nur Gras, sonst nichts. Und das darf nur nicht mehr hoch wachsen, sodass keine Blüten kommen oder sowas. Und der Ertrag ist minimal. Minimal. Die Schafe selber leben dann nur 4 bis 8 Wochen davon im Jahr. Und dann sehe ich meinen Garten hier direkt nebenan. Und dort wachsen Bäume als erstes. Dann sind da Johannisbeeren, Beerenbüsche, Apfelbäume, da hinten das Gewächshaus, das entsteht. Dann habe ich hier das Gemüsebeet natürlich als zentralen Faktor des Gartens, wo ganz, ganz viel Nahrung rauskommt. Selbst Brot, Zwiebeln, Knoblauch, alles Mögliche. Und das nur, weil ich anders denke und anders handle. Und weil ich mein Direct Erding, mein Düngungsprinzip hier anwende. Und das ist unfassbar. Und da kann man halt sehen, was der menschliche Geist macht, wie entscheidend die Einstellung zu den Dingen ist und wie fruchtbar die richtige Einstellung für die Natur und für den Menschen sein kann. Hier auch die Bäume wieder gepflanzt.
geben vielen, vielen Lebewesen einfach Unterschlupf und Lebensraum. Dann hier die Mulchecke zum Beispiel. All die vielen Dinge. Brombeeren wachsen hier. Hier wächst schon wieder der nächste Baum. Dort hinten Apfelbäume. Da sind die ganzen Büsche. Das Gras wächst hier. Und, und. Also eine Vielfalt an Lebendigkeit, will ich mal sagen. Und hier, dort drüben auf dem Grundstück, gibt es keinerlei Lebendigkeit, keine Produktivität, keine Nahrung, kein Leben. Und das ist die Folge der geistigen Einstellung. Diese beiden Gärten sind halt ein Sinnbild unserer Gesellschaft. Auf der einen Seite hinter mir eine gewisse Art von Viehwirtschaft und sehr monoton das Ganze, sehr ausgestorben, bietet kaum anderen Lebewesen Lebensraum und die Produktivität des Gartens ist äußerst gering, sehr gering. Und dann sieht man halt diesen Garten hier im Hintergrund bei mir, hochproduktiv, ganz anderer Ansatz, gibt vielen, vielen Lebewesen Lebensraum und zur selben Zeit kommt ein Großteil meiner eigenen Ernährung aus dem Garten, ohne dass ich von außerhalb etwas zuführen muss. Abgesehen von dem Körnerfutter für die Hühner. Aber sonst nichts. Und das ist halt in unserer gesamten Gesellschaft so. Unsere Landwirtschaft ist unglaublich zerstörerisch. Wir haben hier weiter entfernt ein Maisbeet und als das gepflanzt wurde, seitdem gab es so gut wie keine Bienen mehr hier. Die ganze Befruchtung im Garten erfolgt nur noch über Hummeln. Und unsere Landwirtschaft ist das Synonym für unsere Gesellschaft, die Art und Weise, wie wir mit der Natur umgehen und auch wie uneffizient wir sind, wie unproduktiv. Und ich denke, wir könnten das besser machen. Okay, gut, soweit. Tschüss.